Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei LokalTV, Ihrer Berichterstattung aus dem heimischen Umfeld Dülmen und Haltern am See. Wir haben zusammengetragen, was sich ereignet hat, Ministerinnenbesuche, ebenso wie kulturelle Höhepunkte, Sommer am See und Sommertheater. Lassen Sie sich mitnehmen zu einer Vielfalt örtlicher Ereignisse, die trotz Corona möglich waren. Schön, dass Sie dabei sind. Wir beginnen mit dem Reitturnier beim Reit- und Fahrverein Dülmen. Auf dem Gelände des Reit- und Fahrvereins Dülmen lief an zwei Tagen ein Reitturnier. Vom Dressurreiten bis zum Springreiten waren alle Disziplinen vertreten. Der Reit- und Fahrverein Dülmen veranstaltete am Wochenende 10.11. Juli 2021 erstmals wieder ein Reitturnier. Den ganzen Tag über fanden verschiedene Prüfungen statt. Mehr als 400 Teilnehmende aus Dülmen und anderen Orten hatten sich angemeldet. Wir freuen uns sehr, das ist jetzt unser erstes sozusagen reguläres Turnier hier am Reitverein Dülmen seit Corona. Wir machen das natürlich alles unter Corona-Bedingungen und haben uns deswegen überlegt, alles draußen stattfinden zu lassen. Wir haben heute einen ganzen Tag lang Dressur, morgen am Sonntag einen ganzen Tag lang das Springturnier. Alles in den Klassen E bis L, beziehungsweise jetzt hier bei der Dressur auch eine Führzügelprüfung und auch gleich noch eine Reiterprüfung. Zuerst stand die Führzügelprüfung an. Die Prüfer achten dabei besonders auf die passende Ausstattung des Pferdes und die Haltung der reitenden Person. Jetzt sind die ganz klein, ich kann es gar nicht genau sagen, aber die werden möglicherweise erst so 5, 6 Jahre alt sein. Bis hin zu, nun, nachher bei den großen Prüfungen geht das bestimmt bis 50, 60 Jahre hoch. Das ist nun die allererste Prüfung, die man machen kann in den Turnieren, um überhaupt Turniere kennenzulernen. Es wird erst das Pferd vorgestellt, es wird die Ausstattung des Pferdes, sprich Sattel, Trense, Hilfszügel werden kontrolliert und werden besprochen, möglicherweise noch ein paar Tipps gegeben. Das geht auch darum, wie Pferd und Reiter und auch Führer bzw. Führerin des Pferdes aussehen. Und dann wird gleich noch Schritt und Trab vorgeritten, wird vorrangig der Sitz bewertet, die Haltung, die Handhaltung, die gerade Aufrichtung. Nebenan wurden die ReiterInnen für die Dressurprüfung gewertet. Verschiedene Hufschlagfiguren wie Schritt, Galopp oder Trab mussten den Prüfern präsentiert werden. Vorhin auch schon eine L-Dressur, das ist schon eine schwerere Dressur. Auch das ist eingeteilt in Klassen, geht los mit A, dann E, dann, geht los mit E, dann A, dann L. Und da muss man wirklich die Pferde natürlich ohne dass geführt wird, im Schritt, Trab, Galopp in einzelnen sogenannten Hufschlagfiguren vorstellen, Volten, Wendungen, vielleicht auch ein verstärkter Trab, ein verstärkter Galopp oder ein versammelter, je nach Klasse, in der man reitet. Am Sonntag konnten sich die Zuschauer auf ein spannendes Springreiten freuen. Wohnen in Haltern am See, wer kann das bezahlen? Durch die Schaffung neuer Baugebiete will die Stadt Haltern Bauwilligen entgegenkommen. Doch auch hier ist die Anzahl der Neubauten begrenzt. Zudem sind die Bau- und Grundstückskosten außerordentlich hoch. 500 Euro bei Vermittlung einer Wohnung in Haltern am See. Solche und ähnliche Anzeigen machen deutlich, wie beliebt das Wohnen in der Seestadt und in den umliegenden Ortsteilen ist. Die seit Jahren große Nachfrage schlägt sich auch auf die Grundstückspreise nieder, denn die sind seitdem rasant angestiegen. Ja, wir verzeichnen schon seit vielen Jahren eine hohe Nachfrage nach Wohnraum und nach Baugrundstücken. Und ich habe ehrlich gesagt auch das Gefühl, dass die Nachfrage von Jahr zu Jahr größer wird. Das hängt natürlich auch mit unserer wunderschönen Stadt Haltern am See zusammen, mit dem Freizeitwert, den wir bieten, mit den Wäldern und den Seen. Ich höre aber auch immer wieder, die gute Verkehrsanbindung in Haltern mit der Deutschen Bundesbahn und auch mit der A43 spielen da eine Rolle. Das knappe Angebot an Immobilien und Grundstücken in Haltern am See macht es den Immobilienmaklern schwer. Viele Wünsche sind aufgrund baulicher Gegebenheiten, aber auch wegen unzureichender Eigenmittel nicht zu verwirklichen. Ja, also der Trend zeigt ganz klar, dass wir ein gewisses Zuzugsgebiet sind. Die Herrschaften möchten aus dem Ruhrgebiet zu uns. Es erwarten uns oder ja, wir erhalten sogar auch schon Anfragen aus München und Umgebung. Also es ist wohl ein sehr starker Trend zu erkennen, dass wir da eine Entwicklung haben, dass die Herrschaften zu uns möchten. Also viele Leute kommen tatsächlich direkt aus Haltern oder es sind auch Zugezogene, die beruflich bedingt hier in die Ecke ziehen. Gerade weil ja wirklich auch Haltern ziemlich nah zum Münsterland ist oder auch ins Ruhrgebiet. Man hat eine ziemlich gute Verkehrsanbindung.
Teilweise sind es aber auch Leute, die selbst hier aufgewachsen sind, zum Studieren weggezogen sind und teilweise dann mit ihren eigenen Familien auch wieder zurückkommen. Durch die Schaffung neuer Baugebiete will die Stadt Haltern den vielen Interessenten entgegenkommen. Doch auch hier ist die Anzahl der Neubauten begrenzt. Zudem sind die Bau- und Grundstückskosten hoch. Also am ehesten werden auch tatsächlich jetzt die Wohnungen im Bebauungsplan Katharinenhöfe in Hamm-Bossendorf fertig. Da entsteht eine prämierte Klimaschutzsiedlung mit rund 100 Wohnungen, auch Arztpraxen, Bäckerei und vor allem auch eine Kindertagesstätte. Und als nächstes großes Wohngebiet entwickeln wir das Baugebiet in Haltern-Mitte an der Sundernstraße mit der Bezeichnung Nessberg. Dort entstehen rund 80 Baugrundstücke. Und als weiteres großes Baugebiet in Lavesum unter der Bezeichnung Schafstall, wo nochmal rund 35 Baugrundstücke entstehen. Ja, die Preisentwicklung ist wirklich in den letzten Jahren sehr stark angestiegen. Also wir haben im Grundstücksbereich, gerade im Innenstadtbereich, Werte von vielleicht bis zu 800 Euro, was nicht unmöglich sein könnte. Und drumherum entwickelt sich es auch auf gewisse Höhen, ich sage mal von 200, 300, 400 Euro, je nach Lage und Möglichkeit der Bebauung. Das ist natürlich auch immer so ein Thema. Also es ist ja so, dass ja Angebot und Nachfrage im Endeffekt den Preis reguliert. Und insbesondere in den beliebten Stadtteilen direkt Haltern-Stadt und Haltern-Sieden sind die Preise deutlich angestiegen. Sieht man zum Beispiel auch an den Bodenrichtwerten. Diese haben sich zum Beispiel, ja, wenn man jetzt den Bereich Nessberg nimmt, vom letzten Jahr von 310 Euro den Quadratmeter auf 400 Euro erhöht. Trotz der angespannten Kosten sollten sich die Interessenten über das Bauen und Wohnen in Haltern am See informieren. Zum Beispiel kann man durch den Erwerb einer Altbauimmobilie einiges sparen. Wenn man die Chance aber hat, ein neues Haus zu bauen, glaube ich, ist es immer noch eine attraktive Alternative, weil wir halt auch gewisse Förderungsmaßnahmen haben, die über verschiedene Institute da auch angeboten werden. Erstmal natürlich einen Termin mit der Baufinanzierung zu machen, um zu schauen, was gerade möglich ist, was sie sich leisten könnten. Und ansonsten, wenn es aktuell eventuell zu teuer wäre, erstmal die nächsten 1, 2, 3 Jahre Eigenkapital anzusparen. Die meisten Grundstücke befinden sich in Privatbesitz. Nur ca. 10 städtische Grundstücke im gesamten Stadtgebiet sind noch vorhanden. Wer daran interessiert ist, muss einige Anforderungen erfüllen. Ja, beim Kaufpreis orientieren wir uns in der Regel am Bodenrichtwert, damit wir auch solchen Familien den Kauf eines Grundstücks ermöglichen können, die ansonsten auf dem freien Markt keine Chancen haben. Wenn man so die Erfahrung der letzten Jahre mal sieht, dann waren dann soziale Kriterien aufgerufen, die sich zum Beispiel an der Anzahl der Kinder hielt, auch an der Tatsache, dass man nicht selber schon Wohnraumeigentum hatte und beim letzten Mal auch auf eine mehrjährige ehrenamtliche Tätigkeit. Durch die neuen Baugebiete hofft die Stadt Haltern in absehbarer Zeit auf eine Entspannung der Nachfrage. Daneben gibt es in Haltern eine große Zahl von bisher unbebauten Lückengrundstücken. Trip Over im Dülmener Sommertheater. Erzählt wird die Geschichte eines Liebespaares, Lola und Ocean, das sich auf eine Reise begibt. Doch aus der gewünschten romantischen Fahrt wird nichts. Am Dienstag, dem 13. Juli 2021, fand auf dem Schulhof der Hermann-Leser-Realschule nach 2019 wieder eine Straßentheaterproduktion statt. Gezeigt wurde Trip Over vom Theater Titanic aus Münster und Leipzig. Allein das Bühnenbild überraschte. Ein alter Ford Mustang und eine Videoprojektion stehen im Mittelpunkt des Geschehens. Erzählt wird die Geschichte eines Liebespaares, Lola und Ocean, das sich auf eine Reise begibt. Doch aus der gewünschten romantischen Fahrt wird nichts. Ein allmächtiger DJ steuert ihre Pläne. So wird die Reise zu einer Irrfahrt. Das Ganze wurde mit Live-Musik präsentiert. Die Veranstaltung war ausverkauft. Am Ende gab es reichlich Applaus für die Darsteller und das gesamte Titanic-Team. In der kommenden Woche erwartet die Zuschauer wieder eine neue Ausgabe der Absolventenshow der Artistenschule Berlin.
Woolworth eröffnet Kaufhaus in Dülmen. Der Andrang am Eröffnungstag war groß. Viele Kunden wollten sich die Vorteilsangebote sichern und anschauen. Die Kaufhauskette Woolworth eröffnete am Donnerstag, dem 15. Juli 2021 um 9 Uhr ein neues Kaufhaus in den Räumen des Elektronikfachmarktes Telepoint in Dülmen. Der Andrang war groß. Viele Kunden wollten sich das Angebot anschauen. Zudem gab es Eröffnungsrabatte auf bestimmte Artikel. Also wir haben einen langen Standort gesucht in Dülmen und sind uns jetzt hier einig geworden. Ja. 1500 Quadratmeter haben wir jetzt hier. Dekorationsartikel, Haushaltswaren, Textilien, Heimtextilien, Schreibware haben wir noch mit bei, wie Heimwerkartikel. Damenbekleidung, Herrenbekleidung, Kinderbekleidung, eigentlich alles. An der Kasse herrschte schon nach kurzer Zeit Hochbetrieb. Besonders die preisreduzierten Artikel waren gefragt. Derzeit werden noch Mitarbeitende gesucht. Sie haben jetzt heute eröffnet, praktisch 9 Uhr war ja die Eröffnung. Genau. Da gibt es auch Eröffnungsangebote. Was bieten Sie den Leuten an, die nach hier kommen? Wir haben jetzt Handys, DVD-Player, Adidas-Posten, Shorts, T-Shirts von Adidas, Adidas-Schuhe, sowas, Koffer. Kontaktgrill haben wir noch. Ja. Rund 2,5 Wochen lang dauerte das Einräumen der bereitgestellten Regale. Dass alles glatt lief, dafür sorgte Jana Israel, die Neueröffnungsmanagerin der Firma Woolworth. Ich kümmere mich grundsätzlich um die komplette Neueröffnung für Woolworth, betreue dann immer eine Filiale für den Zeitraum und entlaste somit auch den Bezirksleiter für den Zeitraum. Wir übernehmen den leeren Laden und dann organisiere ich quasi mit dem Bezirksleiter zusammen die Warenbelieferung, alles Mögliche an Personal, wie wir das einsetzen, und dann beginnt das Einräumen und das manage ich dann mit dem Bezirksleiter zusammen, sodass das alles auch von vorne bis hinten passt. Alle hoffen jetzt, dass das neue Kaufhaus von der Dülmener Bevölkerung gut angenommen wird. Dann haben Sie vielleicht auch große Hilfsbereitschaft der Halterner für Erftstadt. Mit so viel Andrang hatten die Organisatoren der Transportfirma Dünninghaus nicht gerechnet. Für die Betroffenen im Hochwassergebiet Rhein-Erft-Kreis hatte Soraya Dünninghaus um Sachspenden gebeten. Mit so viel Andrang hatten die Organisatoren der Transportfirma Dünninghaus nicht gerechnet. Für die Betroffenen im Hochwassergebiet Rhein-Erft-Kreis hatte Soraya Dünninghaus um Sachspenden gebeten. Dem Aufruf in der Halterner Zeitung folgten zahlreiche Spender, sodass in den Zufahrtsstraßen nach kurzer Zeit nichts mehr ging. Der Verkehr kam teilweise zum Erliegen. Also ich selber stamme aus dem Rhein-Erft-Kreis und habe natürlich viele Freunde und Bekannte da, die gerade vom Unwetter unmittelbar betroffen sind. Da das meine Heimat ist, hat das natürlich so ein bisschen mein Herz zerrissen, zu sehen, was da gerade passiert, auch speziell in Erftstadt. Ich selber komme aus Kerpen, das ist nebenan. Und wie gesagt, viele meiner Freunde sind betroffen und wiederum viele deren Familien und Freunden. Man kriegt also unmittelbar mit, wie schlimm es gerade vor Ort ist. Und wir haben uns gedacht, das ist einfach, wir müssen was tun, wir müssen irgendwas organisieren. Und haben dann eben einfach diese Sammelaktion ins Leben gerufen, uns vernetzt, meine Kontakte genutzt in die Region, weil es gerade auch sehr, sehr schwierig ist, solche Sammelaktionen zu organisieren. Und dadurch, dass wir den direkten Kontakt zum Jugendwerk der AWO haben, in Erftstadt sofort, war das möglich, den Transport zu organisieren und auch nach wie vor dorthin zu bekommen. Mehrere ehrenamtliche Helfer sortierten die ankommenden Gebinde nach Inhalt. Immer mehr Kartons kamen hinzu. Es ist so, dass wir gerade darauf warten, dass überhaupt die Straßen auch wieder befahrbar sein werden. Momentan ist es so, dass wir gar nicht mit dem LKW bis nach Erftstadt selber kommen würden. Wir warten darauf, dass das der Fall sein wird und hoffen, dass jetzt, wo es auch kein Wasser mehr nachkommt, also wo es nicht mehr regnet, dass das bald der Fall sein wird. Und dass wir dann, sobald das soweit ist, dahin fahren und eventuell dann in der Turnhalle, weil die Leute sind jetzt aus den Notunterkünften in die Hotels gebracht worden. Das heißt, die Turnhallen und so sind wieder frei. Und dass wir dann da die Sachen abgeben und auch sofort verteilen können. Die Organisatorin hofft, dass die abgegebenen Waren in 2 Touren auf 2 LKWs passen. Andernfalls soll noch ein dritter Transport nach Erftstadt stattfinden. Auftakt Sommer am See 2021. Zum Auftakt der Veranstaltungsreihe Sommer am See sorgte die Halterner Rockband Cookie and Friends für gute Stimmung. Besser hätte der Start der Veranstaltungsreihe Sommer am See nicht sein können.
Hervorragendes Wetter und gute Musik lockten wieder viele Fans zur Kajüte. Die 250 Eintrittskarten waren im Nu vergriffen. Nächstes Mal haben wir uns sehr viel Gedanken gemacht, wie wir das am besten hier einstielen, auch mit Blick auf die Covid-Situation. Aber wir haben vorsichtig agiert, wir haben das Ganze um 2 Wochen verschoben und starten heute bei bestem Wetter durch. Wir haben bis zum 19. September vor, rund 10 Veranstaltungen abzuwickeln, wünschen uns, dass wir auch so ein schönes Wetter haben und freuen uns vor allen Dingen auch für die Musiker und die Gäste, dass dieser Kulturbeitrag für die Stadthaltern, insbesondere für die Bürger der Stadthaltern, wieder am Start ist. Den musikalischen Auftakt machte die Halterner Band Cookie and Friends. Ja, wir freuen uns immer jeden. Ist ja eine schöne, wie soll man sagen, schöne Sache hier. Ne? Ist ein schönes Fleckchen. Mit Corona haben wir natürlich jetzt das Problem, dass wir nicht so viele Leute reinlassen dürfen. Aber wir sind ja froh, dass wir überhaupt spielen können. Als Überraschung spielte Marion Thiemann erstmals in der Band mit, sehr zur Freude des Publikums. Aufregend auf jeden Fall. Also erstmal vor der Kulisse mit dem Publikum zum ersten Mal überhaupt vor Leuten zu spielen, war sehr aufregend. Ist es auch immer noch. Schon bei den ersten Klängen fühlten sich die Gäste in ihrem Element. Sie freuten sich, am See endlich wieder Live-Musik hören zu können. Ja, wunderbar. Ich glaube, dass alle eine große Sehnsucht danach haben, nach der Pandemie oder beziehungsweise nach dem letzten Jahr und den vergangenen Monaten, sich mal wieder draußen treffen zu können, gute Musik zu hören, Spaß zu haben, Bier dabei zu trinken bei dem herrlichen Wetter. Super. Ich denke mal, in diesen schwierigen Zeiten, in denen wir gerade stecken, ist man froh, wenn man erstmal wieder rauskommt. Und zum Zweiten dann so eine tolle Musik hier bei so einem Ambiente ist natürlich eine ganz, ganz tolle Geschichte für Haltern. Wenn ich Mary spielen sehe, dann muss ich natürlich hinkommen. Ist ja klar, ja, als Fanclub Mary müssen wir natürlich nehmen wir alles in Kauf. Bis zum 19. September können Musikliebhaber sonntags wöchentlich wechselnde Musikgruppen erleben. Haltern am See, Segelclub Prinzensteg stellt neues Inklusionsboot vor. Inklusionsboote sind in Deutschland bislang wenig bekannt. Willi Dreckmann freut sich, dass der Segelclub Prinzensteg ein solches Boot jetzt in Haltern besitzt und einsetzen kann. Einen Anlass zur Freude gab es am Freitag, dem 16. Juli 2021, beim Segelclub Prinzensteg in der Stadtmühlenbucht. Vorsitzender Willi Dreckmann stellte Vereinsmitgliedern und Gästen das neue Inklusionsboot für Menschen mit Handicap vor. Also wir starten hier eigentlich im Segelclub Prinzensteg ein komplett neues Projekt, welches es in Deutschland kaum irgendwo gibt. Ich habe heute noch eine Mail von der Präsidentin des Deutschen Seglerverbandes bekommen. Es gibt wirklich in Deutschland wohl nur 5 Segelclubs, welche über ein solches Inklusionsboot, welches wir jetzt beschafft haben, verfügen. Und unser Ziel ist es, in unserem Verein Menschen mit Handicap und ohne Handicap zusammenzuführen und ihnen die Möglichkeit zu geben, mit diesem erworbenen Inklusionsboot gemeinsam Sport zu treiben. Das Boot wurde bei einer englischen Werft gebaut. Solche Inklusionsboote sind in Deutschland bislang wenig bekannt. Willi Dreckmann freut sich, dass der Segelclub ein solches Boot jetzt in Haltern besitzt. Segeln ist die Sportart, welche für Menschen mit Handicap perfekt geeignet ist. Und das ist das, was wir gerne machen möchten. Und der Start ist gesetzt. Das Boot ist insofern besonders. Es verfügt über eine Joystick-Steuerung, worüber der Mensch mit Handicap dieses Boot steuern kann. Des Weiteren sind alle Schoten, für den Laien sagt man jetzt einfach mal Leinen, und alle Falle, das sind auch so Leinen, die auf so Schiffen drauf sind, sind einfach so nach hinten gesetzt zum Steuerstand des Menschen, der das Schiff fährt, sodass auch ein Mensch mit Handicap dieses Schiff relativ einfach und gut segeln kann. Rund 35.000 Euro hat das Boot einschließlich Segelzubehör gekostet. Nach Bekanntwerden dieser Aktion fanden sich sehr schnell Sponsoren. Diese Summe war nach wenigen Monaten, es waren 3,5 Monate, war diese Summe, diese Spendensumme für dieses Schiff komplett da.
Und wir sind also sehr unterstützt worden, egal ob von Privatpersonen, von Firmen, von Banken. Wir sind von allen Seiten unterstützt worden und dann auch besonders vom Land Nordrhein-Westfalen. Onno Gödecke war der Erste, der im neuen Boot Platz nehmen durfte. Ich bin noch nie in einem Segelboot gesessen. Ja. Genau. Also eigentlich, ich kann natürlich nicht schwimmen, aber das ist jetzt alles nicht weiter schlimm, wenn man auf dem Boot sitzt, denke ich mir mal. Die einzige Möglichkeit mit Wasser war natürlich, ich bin auf Schiffen gefahren, klar, und auf türkischen Fischerbooten, die nie untergegangen sind bisher, aber toi, toi, toi. Der Verein hofft, dass künftig noch mehr Menschen mit Handicap von der neuen Möglichkeit des Segelns Gebrauch machen. Dülmener Sommer präsentiert 17. Absolventenshow. 8 junge Künstler und staatlich geprüfte Artisten begeisterten in ihrer Show Popcorn auch die Dülmener Zuschauer. Ausverkauft. Rund 400 Zuschauer hatten sich zum zweiten Termin des Dülmener Sommers eingefunden. Auf dem Programm stand die 17. Absolventenshow der Staatlichen Artistenschule Berlin. 8 junge Künstler und staatlich geprüfte Artisten begeisterten in ihrer Show Popcorn auch die Dülmener Zuschauer. Im Mittelpunkt der Show steht ein altes Sofa als Tor zu Hoffnungen, Wünschen und Träumen der jungen Artisten. Den Auftakt machte Larissa Rector. An den Zwillingsschlaufen präsentierte sie ihr Können. Viola Schley hat sich auf die sogenannte Bouncing-Jonglage mit springenden Bällen spezialisiert. Tanzakrobatik präsentierte Johanna Häusler in ihrer Darbietung, zeigte sie modernen Tanz in Verbindung mit artistischen Elementen, gepaart mit Eleganz und Leidenschaft. Lenja Leff zeigte eine Darbietung am Trapez. Als menschlicher Wirbelwind bewegte sie sich frei über den Köpfen der Zuschauer. Partnerakrobatik präsentierten Karim und Raul. Ihre Karriere begannen sie im heimischen Kinder- und Jugendzirkus. Luzi Marschke begeisterte mit ihrer Darbietung am Luftring. Tim Höfel stellte sein Können auf dem BMX-Rad unter Beweis. Als Leistungsturner bei Wettkämpfen entdeckte er im Rahmen seiner Ausbildung seine Leidenschaft für das Rad. Am Schluss der Show gab es langanhaltenden Applaus der Zuschauer für die jungen Artisten. Wegen der großen Nachfrage findet eine weitere Show statt, die aber ebenfalls bereits ausverkauft ist. Haltern am See, Forstamtsleiter Kersten Blaschzock wurde verabschiedet. Nur noch wenige Tage ist Forstamtsleiter Kersten Blaschzock im Dienst beim Forsthof Hart anzutreffen. Im August wird er in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Nur noch wenige Tage ist Forstamtsleiter Kersten Blaschzock noch im Dienst beim Forsthof Hart anzutreffen. Im August wird er in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Während seiner rund 30-jährigen Dienstzeit hat Förster Blaschzock so einiges erlebt. Gerade die letzten Jahre, die sind schon sehr katastrophal. Es gab immer wieder mal Katastrophen, also ich denke an Kyrill oder Ela. Das hat ja hier insbesondere das zentrale Ruhrgebiet sehr stark betroffen. Aber das wurde noch getoppt in den letzten 3 Jahren. Erst kam Friederike, dann die Dürre und die Borkenkäferkalamität. Und so ein Desaster oder so eine Krise habe ich noch nicht erlebt. Und auch auf dem
Holzmarkt gibt es Preissprünge nach unten und nach oben. Das habe ich die letzten 30 Jahre noch nicht erlebt. Doch nicht nur negative Eindrücke bleiben am Ende seiner Dienstzeit im Gedächtnis. Auch positive Ereignisse im Forstamt gab es. Also einmal fand ich sehr schön hier unsere 100-Jahr-Feier vom Forstamt Hart oder die Tage der offenen Tür oder auch dann die Veranstaltung rund um den Meiler und Führung mit Schulklassen oder wenn man auf einer Versteigerung für viel Geld einen schönen Stamm verkaufen konnte. Das sind, denke ich, schon mal so einige schöne Erlebnisse. Ein langjähriger Weggefährte, Michael Reidemeister, wurde bereits am 1. Juni in den Ruhestand verabschiedet. Für ihn kam Julius Voida. Zusammen mit seinen Kollegen will er sich den Fragen der Klimaveränderungen für den Wald stellen. Ich habe mir als Ziel gesetzt, den Wald klimastabil aufzubauen und auf das, was den Wald in Zukunft erwartet, vorzubereiten. Das wird in vielerlei Hinsicht geschehen. Wir wollen einmal die durch den Borkenkäfer zerstörten Fichtenbestände, die wollen wir wieder aufforsten mit möglichst vielen verschiedenen klimastabilen Baumarten. Und wir wollen die übrigen Bestände, die aktuell noch oder die übrigen Baumarten, die aktuell noch sehr vital sind, aber wo in Zukunft vielleicht auch Probleme auftreten können, die Bestände wollen wir fit machen für den Klimawandel. Forstamtsleiter Kersten Blaschzock wird am 26. August 2021 von den Kollegen verabschiedet. Für die Zeit im Ruhestand hat sich Förster Blaschzock schon einiges überlegt. Wir haben jetzt wieder einen kleinen Hund bekommen, einen Westfalen-Terrier, und der will erzogen und ausgebildet werden. Also insofern gibt es da schon einmal eine Aufgabe und dann denke ich, werde ich auch die Zeit mit meiner Frau nutzen, dass wir uns nochmal das eine oder andere in der Welt und auch in Deutschland ansehen, also ein bisschen verreisen. Dülmen, Kneipverein, lud zum Kräuterseminar ein. Fragen über Fragen. Das Kräuterthema fand großes Interesse bei den Anwesenden. Insgesamt 12 Teilnehmende hatten sich angemeldet, um mehr über Heilpflanzen und Kräuter zu erfahren. Wer etwas über Kräuter und ihre Anwendung erfahren wollte, war am Samstagmorgen im neuen Kneipgarten in Dülmen an der richtigen Stelle. Insgesamt 12 Teilnehmende hatten sich angemeldet, um mehr über Heilpflanzen und Kräuter zu erfahren. Kneipgarten, noch nicht ganz fertig, aber die Kräuter sind schon gut gewachsen und heute wollen wir eine Kräuterführung machen. Teilnehmer müssen sich anmelden, weil die Teilnehmerzahl begrenzt ist, damit auch jeder dann was hört und auch sehen kann. Da legen wir Wert drauf, dass es nicht zu voll wird. Zunächst ein Rundgang durch den Kräutergarten. Kursleiterin Stefanie Wortmann gab zu jeder Pflanze Hinweise und Einnahmeempfehlungen. Daneben durften die Teilnehmenden auch von mitgebrachten Kräuterelixieren kosten. Ich denke, die meisten Pflanzen lassen sich so wie ganz normale andere Gartenpflanzen auch im Frühjahr einfach einsetzen und dann geht's los. Im Prinzip unterscheiden die sich nicht von den anderen Gartenbewohnern. Es wird zurückgeschnitten im Herbst. Ganz normal, geerntet auch meistens im Herbst oder eben bei Bedarf im Sommer, wenn die Hochsaison, so wie jetzt, ne, es steht alles in voller Blüte. Das ist ein Kardengewächs, sehr ähnlich mit der Distel, ne, aber es ist ein Kardengewächs. Das ist das Einzige, was man ganz sicher weiß, dass es gegen Borreliose hilft. Eibisch ist viel in Hustensaft enthalten, den man jetzt einfach so kaufen kann in der Drogerie, also nicht auf Rezept, sondern den klassischen, den man noch so bekommt. Isop ist auch ein klassisches Küchengewürz, ist aber sehr stark, muss man sehr sparsam verwenden. Fragen über Fragen. Das Kräuterthema fand ein großes Interesse bei den Anwesenden. Besonders zur Verarbeitung der Pflanzen oder zur Überwinterung wurden etliche Fragen gestellt. Das meiste ist winterhart, ja. Außer die Zweijährigen, die dann eben einfach nicht wiederkommen, aber nicht, weil sie verfroren sind, sondern weil sie sowieso nicht wiedergekommen wären. Ansonsten ziehen die sich im Winter zurück und kommen hoffentlich im Frühjahr wieder. Die Teilnehmer freuten sich, dass sie in dem Kurs umfangreiche Informationen zu Kräutern bekamen. Ich habe seit diesem Jahr einen riesengroßen Garten und finde Kräuter wahnsinnig interessant. Habe mir ganz viel aus Büchern zusammengelesen,
Aber das Schöne hier war, es war jemand vor Ort, der mir alles genau zeigen konnte. Und es hat heute sehr viel Freude bereitet, hier an dieser Führung teilzunehmen. Das war total informativ. Die hatten also auch alle eine Heilwirkung. Und die konnte man in der Küche mitverwenden, die Kräuter. Na, also das fand ich, diese Heilwirkung war für mich ziemlich neu. Bereits in 14 Tagen gibt es das nächste Highlight im Kneippgarten. Dann soll endlich das neue Wassertretbecken in Betrieb genommen werden. Besucher haben dann die Möglichkeit, die Anlage ganztags aufzusuchen und zu nutzen. Dülmen Sommertheater mit Théâtre Fragile. In dem poetischen Maskenstück Ahoi erzählt Théâtre Fragile die Geschichte von Oskar, Lotte und Harald, die an einer Bushaltestelle aufeinandertreffen. Der Regen machte dem Dülmener Sommertheater am Dienstag, den 27. Juli 2021, einen Strich durch die Rechnung. Die für 18 Uhr geplante Vorstellung musste ausfallen. Dafür konnte die für 21 Uhr vorgesehene Aufführung stattfinden. Silke Althoff freute sich, dass trotz des schlechten Wetters noch etliche Zuschauer gekommen waren. Das Besondere am Theater Fragile sind die eindrucksvollen, ausdrucksstarken Masken, die Sie gleich mit Sicherheit, die Sie gleich sehen werden. Und das Besondere ist auch, dass das Theater immer wieder gesellschaftlich relevante Themen in seine Stücke einbaut. Auf dem Programm stand das Theater Fragile mit Darstellern aus Berlin, Köln und Detmold. In dem poetischen Maskenstück Ahoi erzählt Théâtre Fragile die Geschichte von Oskar, Lotte und Harald, die an einer Bushaltestelle aufeinandertreffen. Das Problem? Es kommt gar kein Bus. Stattdessen versuchen die Darsteller, die Wartezeit zu überbrücken. Kleine Konflikte und großartige Lösungen entwickeln sich, auch unter Beteiligung des Publikums. Am Ende kam zwar kein Bus, aber mit Hilfe des Publikums kommen die drei dennoch von der Stelle. Eine lustige Komödie, die die Zuschauer begeisterte. In der nächsten Woche zeigen die Artisten von Le Petit Bras ein Akrobatikspektakel. Die Organisatoren hoffen dann wieder auf besseres Wetter. Bund und Land fördern drei Projekte in Dülmen. Für die Dülmener Innenstadt, den Sportplatz an den Wiesen und das Vereinsheim des DRK Buldern gab es am Dienstagnachmittag von Ministerin Scharrenbach die Förderzusage des Landes und Bundes. Gute Laune herrschte jetzt im neuen Dülmener Ratssaal. Grund war der Besuch von NRW-Bauministerin Ines Scharrenbach. Für drei beantragte Projekte innerhalb von Dülmen hatte sie entsprechende Förderbescheide dabei. Bürgermeister Carsten Hövekamp freute sich über den Besuch der Ministerin und die zugesagte finanzielle Unterstützung. Heute kommt Frau Scharrenbach und bringt Fördergeld vorbei. Sie hat insgesamt drei Förderbescheide im Gepäck. Landesregierung und Bund stellen rund 1,9 Millionen Euro für die Entwicklung in der Stadt Dülmen zur Verfügung. Es sind insgesamt drei Förderbescheide. Einmal für die Marktstraße rund 1,2 Millionen, für einen Sportplatz an den Wiesen rund 700.000 Euro und für das Deutsche Rote Kreuz Ortsverein Buldern rund 23.000 Euro. Ministerin Scharrenbach bat zuerst Dr. Martin Olbrich vom DRK Buldern zu sich. Mit den zur Verfügung gestellten Mitteln beteiligen sich Land und Bund an den Kosten der Erweiterung des Vereinsheims. Wir planen bei uns im Ort das Heim umzubauen und zu erweitern dabei. Und dazu brauchen wir natürlich Geld als gemeinnütziger Verein und freuen uns, wenn wir da heute einen kleinen Zuschuss bekommen werden oder einen guten Zuschuss. Dr. Martin Olbrich erläuterte anhand von Bauplänen, wie die Erweiterung des DRK-Gebäudes einmal aussehen soll. Die Umgestaltung der Sportplatzanlage an den Wiesen soll ebenfalls durch Fördermittel von Land und Bund bezuschusst werden. Topografie können wir uns vorstellen, einen Pumptrack zu installieren. Also da geht es ein bisschen hügelig hoch, da könnte man das Gelände direkt mitnutzen. Ein multifunktionales Kleinspielfeld, denn heutzutage wird in der Regel ja nur noch gebolzt. Ministerin Scharrenbach überreichte den entsprechenden Zuschussbescheid. Mit dem dritten und letzten Bescheid wollen sich Land und Bund an der Neugestaltung der Innenstadt beteiligen.
Hierzu erläuterte Baudezernent Mönter die entsprechenden Maßnahmen. Dann haben wir in der Innenstadt ja einiges vor und sind auch schon in der Mache. Man sieht es ja an den Bauarbeiten und an den Baggern, was ja schon eine ganze Weile läuft. Und da haben wir dann auch mal einen Förderantrag gestellt und bekommen für lebendige Zentren nochmal Fördergelder für die Innenstadt. Besonders die Marktplatzgestaltung stößt bei den Dülmener Bürgerinnen und Bürgern auf großes Interesse. Mitte nächsten Jahres sollen die Arbeiten in der Innenstadt abgeschlossen sein. Bund und Land fördern Halterner Innenstadt. Ministerin Ina Scharrenbach überreichte jetzt den Förderbescheid für den barrierefreien Ausbau der Halterner Innenstadt. Grund zur Freude gab es gestern in Haltern am See. NRW-Heimatministerin Ina Scharrenbach besuchte die Seestadt, um im alten Rathaus einen Förderbescheid zu überreichen. Im Saal des alten Rathauses begrüßte Bürgermeister Stegemann die Ministerin. Diese übergab den Förderbescheid an die Stadt. 309.000 Euro, insofern für den barrierefreien Umbau der Innenstadt, Spielstationen und letztendlich auch die Melkenstiege. Ich denke, das ist eine gute Weiterentwicklung für Haltern am See. Ich lege immer großen Wert darauf, dass es den Innenstädten und den vor Ort Handelnden gelingt, den Charakter zu wahren. Und das ist in Haltern am See wirklich gelungen. Die historische Bausubstanz ist da, kleine, größere Geschäfte, sehr abwechslungsreich. Insofern dann auch herzlichen Glückwunsch für das Tun vor Ort. Bürgermeister Stegemann freute sich über die Förderzusage von Bund und Land. Anschließend lud er zu einem kleinen Rundgang durch die Halter Innenstadt ein, um die geplanten Maßnahmen vor Ort zu erläutern. Ja, wir werden den barrierefreien Gang in die Innenstadt weiter fördern. Da haben wir ja auch schon erste Schritte eingeleitet, die sehr erfolgreich gewesen sind. Aber man kann immer auch gute Zustände noch weiter verbessern. Und wir werden uns insbesondere dann im nächsten Bauabschnitt um die Melkenstiege kümmern und dann sicherlich hier die Möglichkeit schaffen, für unsere Bürger noch besser und leichter zusammenzukommen. Nach rund 45 Minuten endete der Besuch der Ministerin. Mit Dienstlimousine und Fahrer ging es zurück nach Düsseldorf. Hotel Bendix öffnet in Dülmen. Die eindrucksvolle Fassade des historischen Webereigebäudes der Firma Bendix erstrahlt in neuem Glanz. Am Dienstag, dem 27. Juli 2021, stellten die Verantwortlichen das neue Hotel Bendix vor. Früher Fitnessstudio, jetzt Hotel. Die eindrucksvolle Fassade des historischen Webereigebäudes der Firma Bendix erstrahlt in neuem Glanz. Am Dienstag, dem 27. Juli 2021, stellten die Verantwortlichen das neue Hotel Bendix vor. Die Planungen laufen bereits seit 3 Jahren. Wir sind zu diesem Objekt hier in Dülmen eben gekommen, weil die Bürgermeisterin Stremlau seinerzeit nicht war. Etwas suchte und sie hat uns dann mit der Familie Voss zusammengebracht, dem das denkmalsgeschützte Gebäude hier gehört. Wir haben also jede Menge Platz hier gehabt, nicht wahr? Die Zimmer sind groß, die haben 30, 40, 50 Quadratmeter Größe. Der Preis, den wir damals kalkuliert hatten, schien auch zu passen und sind wir einfach dann ans Werk gegangen, nicht wahr? Ein Rundgang durch das Hotel. Bereits bei der Anmeldung der Hotelkunden soll neueste Technik zum Einsatz kommen, um Wartezeiten beim Einchecken zu minimieren. Unser Ziel ist, möglichst viel digital darzustellen, sprich die ganze Reise des Gastes online stattfinden zu lassen. Er bucht online, er findet uns online und er kann dann digital einchecken. Er kann an seinem Smartphone vorab alles ausfüllen, einchecken, sodass er sich hier vor Ort eigentlich nur noch die Zimmerkarte kodieren muss, ist dann in 15 Sekunden mit dem Check-in fertig und findet auch alle Informationen rund um seinen Aufenthalt schon mit dem Tag der Buchung. Die Ausstattung und Einrichtung der Zimmer ist modern und bequem. Hier kann sich jeder Gast wohlfühlen. Also wir haben natürlich den Vorteil, dass wir komplett neu bauen konnten. Wir haben verschiedene Konzepte und verschiedene Zimmerkategorien erschaffen. Wir haben normale Doppelzimmer, wir haben Apartments mit Küche, wir haben Junior-Apartments mit Küche und einer kleinen Terrasse. Und ebenso haben wir Mehrbettzimmer mit, für Gäste, die also für Gruppen mit 4 Personen, Familien oder halt kleine Gruppen. Und zusätzlich gibt es 2 Studios mit einer großen, mit einer Sauna, mit einer eigenen, 60 Quadratmeter groß, eigenem Stellplatz in der Tiefgarage, Nespresso-Kaffeemaschine. Ein Blick in ein Studio mit integrierter Sauna. Bereits jetzt liegen schon einige Buchungen vor. Insgesamt mit einer Vollauslastung haben wir 100 Betten plus weitere Zustellbetten sind möglich durch Couchaufbettung. Wir beginnen im Einzelzimmer bei 89 Euro. Das ist ein Doppelzimmer zur Einzelnutzung, weil wir keine klassischen Einzelzimmer haben. Und geht aber zum Beispiel im Doppelzimmer oder im Studio für 2 Personen auf 169, 179 Euro. Dann aber eben mit den Annehmlichkeiten der Sauna
und der voll ausgestatteten Küche. Wir haben tatsächlich aktuell fast pari Geschäftsreisende, die dienstlich hier in der Region tätig sind, aber genauso Fahrradfahrer oder Familien, die ein paar Tage ins Münsterland fahren, sodass ich glaube, unter der Woche eher vielleicht businessgeprägter und am Wochenende tatsächlich auch dann die, die Urlaub machen möchten. Die Organisatoren hoffen jetzt auf Gäste, die das Münsterland erkunden wollen und eventuell mit dem Zug anreisen. Der Dülmer Bahnhof liegt in der Nähe. Blitzeinschlag in Hambossendorf. Ein Blitz hatte in unmittelbarer Nähe der Häuser in Hambossendorf eingeschlagen und einen Baum getroffen. Den Montagabend, 26. Juli 2021, werden die Anwohner in Hambossendorf so schnell nicht vergessen. Zur besten Fernsehzeit sorgte ein lauter Knall für Angst und Schrecken. Ein Blitz hat in unmittelbarer Nähe der Häuser eingeschlagen und einen Baum getroffen. Die Stadt entsandte direkt am Dienstagmorgen ein Team des Bauhofes mit schwerem Gerät. Schnell wurden die Überreste des Gewitters beseitigt. Dülmen, Le Petit Bras, ein Blick hinter die Kulissen. Mit waghalsigen Kunststücken in luftiger Höhe präsentierten die Akrobaten von Le Petit Bras Höchstleistungen, zum Beispiel als fliegende Menschen. Das Ganze ohne Netz und doppelten Boden. Zuschauer, die schon immer einmal hinter die Kulissen eines Theaters schauen wollten, bekamen am Dienstag, dem 3. August 2021, bei Le Petit Bras dazu Gelegenheit. Ob beim Umziehen der Künstler oder hautnah beim Warm-up, in humorvoller Weise wurden die Zuschauer ins Barockzeitalter um 400 Jahre zurückversetzt. In einem einstündigen Nervenkitzel präsentierten die Künstler ein Akrobatikspektakel vom Allerfeinsten. So zum Beispiel ein Tanz auf dem Drahtseil. Die Darbietung auf dem schwingenden Trapez sorgte für Gänsehaut beim Publikum. Mit waghalsigen Kunststücken in luftiger Höhe präsentierten die Akrobaten Höchstleistungen, zum Beispiel als fliegende Menschen. Das Ganze ohne Netz und doppelten Boden. Am Ende gab es einen lang anhaltenden Applaus vom Publikum. Zum Abschluss der Sommertheaterreihe zeigt das NN-Theater aus Köln eine Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg mit dem Titel Exit Casablanca. Cody in Haltern öffnet wieder. In den Räumen der früheren Volksbank an der Merschstraße laufen derzeit die Arbeiten für die Einrichtung des neuen Ladens. Damit endet eine rund eineinhalbjährige Wartezeit auf eine Wiedereröffnung. Die Cody-Filiale in Haltern am See öffnet am Montag, den 16. August 2021, wieder ihre Türen. In den Räumen der früheren Volksbank an der Merschstraße laufen derzeit die Arbeiten für die Einrichtung des neuen Ladens.
Damit endet eine rund eineinhalbjährige Wartezeit auf eine Wiedereröffnung. Wir erinnern uns. Am Samstag, den 15. Februar 2020, stürzten kurz nach 12 Uhr zum Entsetzen von Mitarbeitern und Kunden in der damaligen Filiale an der Rekumer Straße Teile der Decke ab. Zum Glück gab es keine schweren Verletzungen. Mit der Öffnung am Montag, dem 16. August, geht eine lange Wartezeit auf geeignete Räume in Haltern zu Ende. Denn eine Wiedereröffnung der bisherigen Räumlichkeiten schied aus. Die Mitarbeiter der Halterner Kodi-Filiale freuen sich, endlich wieder in Haltern präsent zu sein. Zum Eröffnungstermin soll es auch eine ganze Reihe von Vorteilsangeboten geben, um die Kunden zu begrüßen. Dülmen, Skulpturenwanderungen vom Förderverein Kunst und Kultur. Als erstes Objekt für die Skulpturenwanderungen soll die Skulptur »Das vergessene Mädchen« von Künstler Bernhard Kleinhans am Richard-von-Weizsäcker Berufskolleg aufgesucht und vorgestellt werden. Der Förderverein für Kunst und Kultur hatte ins Dülmener Extrablatt eingeladen, um ein neues Projekt vorzustellen. Inhalt des Projektes soll sein, die im Dülmener Stadtkern vorhandenen Skulpturen wieder bekannter zu machen. Dazu wollen die Organisatoren 2- bis 3-stündige interessante und kurzweilige Skulpturenwanderungen anbieten. Ja, wir vom Förderverein für Kunst und Kultur, wir kümmern uns schon ganz viele Jahre um die Kunst in der Öffentlichkeit und haben die eine oder das andere Kunstwerk, wie zum Beispiel die Pferde, auch gesponsert und haben dazu beigetragen, dass sie überhaupt nach Dülmen gekommen sind. Wir wollen das auch in Zukunft fortsetzen und insbesondere auf die hervorragenden Kunstwerke, die wir in Dülmen haben, immer wieder hinweisen und sie ins öffentliche Bewusstsein rücken. Vorab hatte Vereinsmitglied Werner Lütgenhaus eine Bestandsaufnahme der Kunst in Dülmen gemacht. Wir haben eine Bestandsaufnahme gemacht, welche bedeutet, wir wollten wissen, welche intellektuell herausragende Kulturen in Dülmen stehen und waren ganz, also freudig erstaunt, was hier in Dülmen so vorhanden ist. Und dann haben wir uns erstmal Skulpturen herausgesucht, die schon vergessen wurden, aber trotzdem sehr gut sind. Und diese Mädchenfigur, die wurde ja vor 60 Jahren schon vor der damaligen Kreisberufsschule aufgestellt. Und damals gab es schon sehr viel Ärger, sehr viel Unmut, dass man so eine Figur da aufstellen kann. Und nach 60 Jahren haben wir jetzt mittlerweile ein ganz neues Kunstverständnis oder ein ganz anderes Kunstverständnis, sodass man sich heute über die Skulptur auch freuen kann. Als Einstiegsobjekt für die Skulpturenwanderungen soll die Skulptur »Das vergessene Mädchen« von Künstler Bernhard Kleinhans am Richard von Weizsäcker Berufskolleg aufgesucht und vorgestellt werden. Häufig ist es ja so, dass diese Skulpturen, diese Bronzeskulpturen in einer Edition von 3 oder 6 hergestellt werden. Und dieses Mädchen ist ein Unikat. Und man kann auch wunderbar sehen, wie wichtig dem Künstler das Machen im schöpferischen Sinne war. Und das kann man hier auch an dieser Skulptur ablesen. Zur Unterstützung der Aktion hat Fotokünstler Rolf Ebert die Skulptur aus bisher unbekannten Perspektiven fotografiert und künstlerisch nachbearbeitet. Also diese Fotografien von Rolf Ebert, die das Ganze noch unterstreichen, die wollen wir auch ausstellen da. Und wir bieten sogar 3 Editionen zum Kauf an. Die werden hinterher bei Dül Marketing ausgestellt. So hoffen wir, da müssen wir uns noch bemühen. Die Aktion des Fördervereins wird auch vom Richard von Weizsäcker Berufskolleg begleitet. Ja, wir haben kurz vor den Sommerferien habe ich mit meiner Klasse haben wir die Skulpturentour durch Dülmen gemacht. Einen Vormittag haben wir uns freigenommen und haben einfach mal Dülmen von einer ganz anderen Seite erkundet. Denn viele dieser Kunstwerke stehen dort einfach. Man geht dran vorbei, aber weiß gar nicht, was da für Schätze stehen. Und das Feedback der Schüler war durchweg positiv. Wir hatten da einen sehr schönen Vormittag und konnten wirklich ganz neue Aspekte an Dülmen kennenlernen. Am 26. August 2021 soll die erste Skulpturenwanderung zur Mädchenskulptur stattfinden. Atmosphärisch soll die Veranstaltung durch das Rezitieren von Gedichten und durch Musik des bekannten Rappers Sitting Bull begleitet werden. Interessierte können sich bei Dülmen Marketing oder im Internet anmelden. Die Skulpturenwanderungen werden demnächst auch zu anderen Skulpturen im Stadtgebiet angeboten.
Dülmen, Wassertretbecken im neuen Kneippgarten eröffnet. Am Samstagmorgen, dem 7. August 2021, wurde die neue Wassertretanlage in Betrieb genommen. Etliche Dülmener hatten sich eingefunden, um bei der Eröffnung dabei zu sein. Darauf haben viele Menschen lange gewartet. Am Samstagmorgen, dem 7. August 2021, wurde die Wassertretanlage in Betrieb genommen. Etliche Dülmener hatten sich eingefunden, um bei der Eröffnung dabei zu sein. Das Wassertretbecken wird vom Kneippverein Dülmen in Betrieb genommen. Es ist ein Wassertretbecken, ja, wie Kneipp es in seinem Gesundheitskonzept vorsieht. Wasser hat für Kneipp eine ganz besondere Bedeutung und darum ist das hier der zentrale Ort auch in diesem Kneippgarten. Also das Wasser kommt aus der Leitung. Es war uns nicht möglich, hier einen Naturbach in Dülmen durchzuleiten. Das wäre natürlich ideal gewesen. Aber das ist sehr kaltes Wasser. Die Leitung ist extra etwas tiefer gelegt worden. Nur 12 bis 14 Grad beträgt die Wassertemperatur der Wassertretanlage. Bei warmem Wetter eine willkommene Gelegenheit, sich abzukühlen. Erste Vorsitzende Christa Lambeck erinnerte in ihrer Eröffnungsansprache an das Wirken von Pfarrer Sebastian Kneipp und seine Naturheilkunde. Vor 200 Jahren, 1821, konnte noch niemand ahnen, dass Sebastian mit seinem Bestseller Meine Wasserkur weltbekannt werden sollte. Schließlich wurde die Wassertretanlage freigegeben. Eine nicht enden wollende Schlange von Kneippianern probierten die Tretanlage aus. Vorsitzende Lambeck hat in ihrer Ansprache an die lange Zeit der Vorbereitung und der Suche nach Sponsoren erinnert. Sie dankte allen, die ihren Beitrag hier geleistet haben. Ich kann nur sagen, danke für die wunderbare Unterstützung, die wir erfahren haben. Danke, dass Sie alle hier sind. Stellvertretende Bürgermeisterin Annette Holtrup erinnerte an den ersten Spatenstich. Damals habe sich keiner vorstellen können, wie es hier heute aussieht. Ja, der erste Spatenstich. Das Bild ist sogar auf der Einladung. Ich habe mich darüber gefreut. An den Tag kann ich mich sehr gut erinnern. Und da sah es hier wirklich noch ganz anders aus. Ich glaube, wir konnten uns teilweise auch noch gar nicht so vorstellen, was sich hier entwickeln wird. Und wenn man das heute sieht, finde ich, ist es ganz, ganz gut gelungen. Es ist wirklich sehr, sehr ansprechend. Es ist eine sehr gepflegte Anlage. Die Planungen des Dürmener Kneippvereins gehen weiter. So soll hier ein Kneipphaus und ein Barfußpfad entstehen. In der Zeit von 10 bis 20 Uhr ist der Garten ab jetzt für jedermann zugänglich. Die Kneippfreunde hoffen, dass die Anlage in der Bevölkerung viel Zuspruch findet. Haltern am See, erster Büchermarkt seit Corona, fand statt. Endlich war es wieder soweit. Der Halterner Büchermarkt lockte Standbetreiber und Käufer auf den alten Markt. Das Angebot war vielfältig. Von alten Schmökern bis hin zu moderner Literatur gab es fast alles zu kaufen. Endlich war es wieder soweit. Der Halterner Büchermarkt lockte Standbetreiber und Käufer auf den alten Markt. Nach rund einem Jahr Ausfall fand diese Veranstaltung erstmals wieder hier statt. Sehr zur Freude der Besucher. Die Resonanz, die ist sehr gut. Das Wetter hat auch mitgespielt. Wir freuen uns und wir haben ca. 30 Aussteller. Vielleicht kommt noch der eine oder andere hinzu. Und die Resonanz ist sehr gut, aber wir wissen ja ganz genau, Haltern wacht die mal etwas später auf. Aber ich denke mal, dass also die Buchhändlerinnen und Buchhändler ihren Umsatz tätigen werden. Das Angebot war vielfältig. Von alten Schmökern bis hin zu moderner Literatur gab es fast alles zu kaufen. Auch Bildbände waren im Angebot. Also wir haben unsere Regale einfach zu Hause mal aufgeräumt. Wir haben Krimis, wir haben viel Jugendbuch heute mit dabei, damit die Kiddies auch in den letzten Ferientagen noch ein bisschen was lesen können. Und ein bisschen Kochbuch ist auch dabei. Ich bin das erste Mal hier. Wir wollen also versuchen, den Nachlass meiner Eltern hier zu verkaufen, eventuell, weil wir es einfach nicht übers Herz bringen, diese alten Bücher einfach nur in den Müll zu schmeißen. Oh, das geht querbeet. Das fängt also an mit Bildbänden, mit Reiseführern, viel Belletristik in Taschenbuch oder in gebundener Ausgabe, Kinderbücher, Fotobücher,
Dann Bücher aus meinem Studium noch, Physikbücher, Mathematik, also sehr, sehr spezielle Fachbücher, die wir hier anbieten. Unter den Anbietern auch ein Stand des Clara-Hospizes in Marl. Hier wurden Bücher für den guten Zweck angeboten. Wir bauen in Marl ein Hospiz für Marl und Umgebung und alle Bücher, die wir hier heute verkaufen, der Erlös geht komplett in den Bau des Hospizes. Wir haben unterschiedliche Bücher, von Kinder- und Jugendbüchern über Krimis, Romane, alles eigentlich. Zufriedene Gesichter auch bei den Kunden. Fast jede und fast jeder fanden, was sie suchten und das zu einem günstigen Preis. Ja, ich bin begeistert. Ich freue mich, dass so viele Stände da sind. Ich wusste jetzt nicht mit Corona, ob wirklich so viele Stände sind. Und ich freue mich total, dass mal wieder was stattfindet. Ja, wir waren sehr erfolgreich. Wir haben schon 8 Bücher. Ich habe gehört, dass der Büchermarkt stattfindet. Und weil so verschiedene schon ausgefallen sind, weil wir auch Corona haben, habe ich mich auf den weiten Weg gemacht, hier hinzufahren. Haben Sie denn schon was gefunden? Ja, von Fitzek, mein Lieblingsschriftsteller. Aber den habe ich gefunden. Gegen 16 Uhr begann das große Einpacken der Bücher und der Abbau der Stände. Die Standbetreiber hoffen, dass der Büchermarkt in Haltern, aber auch in anderen Orten jetzt wieder regelmäßig stattfindet. Dülmen Sommertheater endet mit Exit Casablanca. Fast alle kennen den preisgekrönten Film mit Humphrey Bogart und Ingrid Bergman. Auch im Theaterstück des NN-Theaters steht Rix Café in Casablanca im Mittelpunkt der Geschichte. Das Stammpublikum des NN-Theaters aus Köln kam bei der letzten Sommertheaterdarbietung am 11. August 2021 wieder einmal voll auf seine Kosten. In dem ausverkauften Stück ging es diesmal um eine Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg mit dem Titel Exit Casablanca. Der Barpianist. Im Film gespielt von dem Musiker Arthur Woods, der eigentlich Schlagzeuger war. Fast alle kennen den preisgekrönten Film mit Humphrey Bogart und Ingrid Bergman. Auch in dem Theaterstück steht Rix Café in Casablanca im Mittelpunkt der Geschichte. Denn die Bar ist Dreh- und Angelpunkt für Geflüchtete in Marokko. Die gegenwärtige französische Regierung war nicht immer so freundlich zu ihren Gästen. Wenn ich vorstellen darf. Isa Lund. Meine Frau. Nun, ich habe schon von Ihnen gehört. Es heißt, Sie seien die schönste Frau, die je Casablanca besucht hat. Damals wie heute warten Menschen auf das Weiterkommen durch ein Ausreisevisum. Und wie im Film steigt die Spannung der Handlung bis zum Schluss des Stückes. Ich sehe dir die Augen, Kleines. Ilsa, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Am Ende gab es wieder begeisterten Applaus für die Darsteller des NN-Theaters. Alle hoffen, die beliebten Künstler auch im kommenden Jahr wieder beim Dürmener Sommertheater begrüßen zu dürfen. Jugendfeuerwehr Haltern probt für den Ernstfall. Am Dienstagabend, dem 11. August 2021, stellte die Jugendfeuerwehr Haltern bei einer turnusmäßigen Übung am Halterner Stausee ihr Können unter Beweis. Die Katastrophen der letzten Wochen haben die Katastrophenschutzorganisationen stark gefordert. Durch den Klimawandel sind Katastrophen mittlerweile nicht nur in Flussregionen zu erwarten. So kann zum Beispiel Starkregen überall einsetzen und für Überflutungen sorgen. Um für solche Fälle gerüstet zu sein, führen die Katastrophenschutzorganisationen regelmäßige Übungen durch. So auch die Haltern am See. Am Dienstagabend, dem 11. August 2021, stellte die Jugendfeuerwehr Haltern bei einer regelmäßigen Übung am Halterner Stausee ihr Können unter Beweis. Also heute haben wir so ein bisschen grundlegende Kenntnisse der Feuerwehr durchgenommen. Wir haben einen Löschangriff aufgebaut nach der sogenannten Feuerwehrdienstvorschrift 3. Die regelt halt eine Gruppe im Löscheinsatz, also sprich 9 Personen, die ganz standardmäßig zu einem Brandeinsatz kommen, eine Lage vorfinden, erstmal erkunden müssen, was passiert. Und heute sind wir so gesagt peu à peu durchgegangen, was jetzt jedes einzelne Gruppenmitglied zu tun hat und wie da genau vorgegangen wird nach dieser Dienstvorschrift. In Mitte haben wir 21 Mitglieder und heute sind, glaube ich, 13 davon anwesend, wenn ich mich nicht verzählt habe. Genau.
Nach Eintreffen an der Einsatzstelle am Stausee wurde zunächst das Einsatzteam über die Lage informiert. Dann wurde die Pumpe vom Fahrzeug aus zur Einsatzstelle getragen. Rasch, aber nicht hektisch, wurden Schläuche ausgerollt und verlegt. Im Teameinsatz erfolgte die Verbindung der Saugschläuche von der Pumpe bis zur Ansaugstelle im Stausee. In der Zwischenzeit wurden die Druckschläuche bis zur Einsatzstelle im Wald verlegt. Mit dem Befehl Wassermarsch startete dann die Löschübung an der Einsatzstelle. Dabei wechselten sich die Jugendfeuerwehrleute am Strahlrohr ab. Die Ausbilder beobachteten den Einsatz. Sie waren mit Einsatzleistung des Einsatzteams sehr zufrieden. Ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit dem Ablauf. So ziemlich jeder wusste genau, was er zu tun hat. Klar, ein, zwei Nachfragen gibt es natürlich immer, aber das bleibt natürlich nicht aus in dem Alter. Und das lief wirklich sehr ruhig, sehr gesittet ab. Und ich habe auch, was die Sicherheitsbedenken angeht, also gar keine Bedenken. Also es lief wirklich top ab und genau, da kann man sich nicht beklagen. Aber auch die Mitglieder der Jugendfeuerwehr waren vor Ablauf der Übung begeistert. Mein Eindruck von der Übung ist, ich bin positiv. Ich war sehr zufrieden mit meinem Trupp, mit dem ganzen Truppablauf, wie es gelaufen ist. Jeder war strukturiert dabei, war konzentriert, hat auf sein Eigenwohl geachtet, auf die Sicherheit. Ja. Wie ist dein Eindruck so insgesamt von der Feuerwehr, von der Jugendfeuerwehr? Es gefällt mir sehr gut, weil man hält zusammen und ist so in einer Gruppe. Und schnell wurden die Schläuche wieder aufgerollt und im Fahrzeug verlastet. Dann ging es zurück zum Feuerwehrgerätehaus. Zweites Brückengeländer am Bahnhof Dülmen eingetroffen. Auf der Baustelle am Bahnhof Dülmen herrschte am Mittwoch reges Leben und Treiben. Zwei Autokräne aus Münster waren eingetroffen und richteten sich auf das Heben der tonnenschweren Fachwerkseitenteile ein. Auf der Baustelle am Bahnhof Dülmen herrschte am Mittwoch, dem 11. August 2021, reges Leben und Treiben. Zwei Autokräne aus Münster waren eingetroffen und richteten sich für das Heben der tonnenschweren Fachwerkseitenteile ein. Schlechte Sicht durch diesiges Wetter am frühen Morgen verzögerte zunächst die Arbeiten. Die Anfahrt der auf Tiefladern befindlichen Brückenteile zur Baustelle verzögerte sich dadurch. In der Zwischenzeit beluden die Kräne ihre Plattformen mit Kontergewichten, um die Brückenteile anheben zu können. Später wurden die beiden Brückenteile angehoben und neben der Brücke gelagert. Dort werden sie zusammengeschweißt und als ein Teil auf die Brücke gehoben und mit dem Brückenuntergrund verschweißt. Im November soll die komplette 60 Meter lange Brücke über den Gleisen auf die neu errichteten Widerlager gelegt und montiert werden. Ministerin Ina Scharrenbach in Dülmen am Wohne-NRW-Tag. Im Rahmen eines Aktionstages besuchte die Ministerin am 13. August 2021 das neue Wohnquartier Haselbach und eine Wohnanlage an der Hohenstraße in Dülmen. Einen strapaziösen Tag erlebte NRW-Ministerin Ina Scharrenbach am Wohne-NRW-Tag. Im Rahmen dieses Aktionstages besuchte sie am 12. und 13. August 2021 herausragende Projekte der öffentlichen Wohnbauförderung in Düsseldorf, Unna, Dülmen, Münster und Greven. Gegen 11 Uhr traf Ministerin Scharrenbach am Wohnquartier Haselbach der Wohnbau Westmünsterland EG in Dülmen ein. Vorstandsmitglied Dr. Stefan Jägering begrüßte die Ministerin und erläuterte den Stand der fast fertiggestellten Wohnanlage. Also wir haben hier in der Zeit von März 2019 bis heute 187 Wohnungseinheiten gebaut. Zwei Drittel davon sind bereits bezogen. Das letzte Drittel geht jetzt zum Jahresende in Betrieb, nicht so, dass dann die komplette Wohnanlage fertiggestellt ist. Wir haben einen relativ hohen Anteil an öffentlich geförderten Wohnungen. Insgesamt sind 60% der Wohnungen öffentlich gefördert. Das ist unsere Firmenphilosophie, nicht? Dahinter steckt quasi der Gedanke, zu Hause statt zu teuer, nicht? Wir wollen also wirklich Wohnraum schaffen für breite Schichten der Gesellschaft, und so haben wir
wir hier wirklich eine sehr gute Mischung aus 60% frei finanzierten Wohnungen und 60% öffentlich geförderten Wohnungen und 40% frei finanzierten Wohnungen. Die ausführenden Architekten der Firma Favig und Grote, Alexander Gutek und Margret Lovin, erläuterten, wie schwierig es gewesen sei, die Auflagen der öffentlichen Wohnraumförderung und die Wünsche der Mieter in der Gesamtplanung zu berücksichtigen. Ja, es sind ja verschiedene Leistungsphasen. Wir haben im Jahr 2016 das erste Mal mit ein paar konzeptionellen Ideen angefangen. Und dann ist die eigentliche Planung mit dem Antrag auf B-Planänderung im Jahr 2017 im Juni gestartet. Und zu den Wohnungen kann man sagen, das sind öffentlich geförderte Wohnungen. Es gibt also bestimmte Vorgaben, wie groß darf eine Zweizimmer-, eine Dreizimmer-, eine Vierzimmer-Wohnung sein. Man darf bestimmte Quadratmeter-Obergrenzen nicht überschreiten, aber es gehört eigentlich zu unserem Alltagsgeschäft, dass wir wissen, wie wir dann an so eine Wohnung rangehen, an die Planung, und von daher ist das jetzt keine große Schwierigkeit. Ich würde sagen, die größte Schwierigkeit an so einem Projekt ist, dass man es schafft, dass es hinterher qualitativ hochwertig aussieht. Bürgermeister Carsten Hövekamp und Landrat Dr. Christian Schulze-Pellengar überbrachten die Grüße der Stadt Dülmen und des Kreises Coesfeld. Hier ist es in kleinem Umfang schon realisiert worden und, wie ich meine, hervorragend umgesetzt mit den einzelnen Grünzügen, mit den Spielflächen. Denn wenn man sich das im Vorfeld angehört hat und man denkt, 187 Wohneinheiten entstehen, dann hat man zumindest erstmal im Kopf ein anderes Bild als das, was hier dann realisiert wurde. Ich möchte die Gelegenheit auch nutzen, auch aus Sicht des Kreises Coesfeld natürlich allen Akteuren ganz, ganz herzlich zu danken. Es hat richtig Spaß gemacht, dieses Projekt mitbegleiten zu dürfen. Einerseits natürlich für die Kolleginnen und Kollegen in der Fachabteilung, natürlich haben wir eben noch kurz uns ausgetauscht, aber natürlich auch so als Aufsichtsratmitglied der Wohnbau zu sehen, wie das Projekt hier wirklich toll im Zeitfahrplan, das haben wir gerade gehört, realisiert werden konnte. Ministerin Ina Scharrenbach wertete das neue Stadtquartier als starken Beitrag und Vorbild für mehr bezahlbares Wohnen und zukünftige Wohn- und Stadtquartiere in ganz Nordrhein-Westfalen. Und das Entscheidende ist aber, dass ein Eigentümer einer vorherigen gewerblich-industriellen Nutzung gesagt hat, ich verkaufe euch das Grundstück und wir machen hier Wohnungsbau. Insofern bin ich den Mühlenwerken Jeckering dankbar, denn das war hier der Voreigentümer, dass sie diesen Schritt gegangen sind, und ich wünsche mir natürlich, dass das auch noch ein weiterer Eigentümer ermöglicht, diesen wegweisenden Schritt für in dem Fall die Stadt Dülmen und den Wohnungsmarkt in ihrer Stadt zu gehen. Dann ging es zu einer kleinen Besichtigungstour durch die Anlage. Eine Bewohnerin hatte sich bereit erklärt, der Ministerin ihre modern eingerichtete Wohnung zu präsentieren. Als nächste Station in Dülmen besuchte die Ministerin eine modernisierte Wohnanlage des Wohnbaus Kreis Coesfeld, WSG, aus den Jahren 1970-71. Vorstandsmitglied Oliver van Nerven erläuterte, welche Modernisierungsmaßnahmen in den zurückliegenden Jahren bereits durchgeführt wurden und wie schwierig es oftmals war, in bewohnten Apartments Modernisierungen durchzuführen. Also wir haben hier wirklich sehr viel an Modernisierungsmaßnahmen vorgenommen. Die Modernisierungsmaßnahmen haben sich sowohl bezogen in den Wohnungen, wo wir die Bäder saniert haben, barrierefrei hergestellt haben, wo wir an den Gebäuden was gemacht haben. Wir haben die Treppenhausverglasung ausgetauscht, wir haben die Fenster alle ausgetauscht gegen eine Dreifachdämmung. Im Keller ist eine neue Heizung installiert worden. Statt der alten Gasgebläsekessel ist dort nun ein modernes Blockheizkraftwerk installiert worden, sodass wir also sehr stark eben auch die Energieeinsparungen haben durchführen können und auch eine große CO2-Einsparung von insgesamt 185 Tonnen pro Jahr. Ministerin Scharrenbach freute sich über die gelungene Modernisierungsoffensive mit 80 Bestandswohnungen. Wir haben eben einen hohen Anteil unserer Gebäude, die aus den Jahren 50er, 60er, 70er des letzten Jahrhunderts, muss man sich ja immer vergegenwärtigen, stammen. Und deswegen haben wir gesagt, diese Gebäude müssen wir irgendwie anpassen an heutige Qualitäten. Und zwar sowohl was die Wohnqualität angeht, also Stichwort barrierefreies oder barrierearmes Wohnen. Nicht jedes Altgebäude kriegen wir barrierefrei, aber zumindest die Barrieren können wir reduzieren. Und zum anderen haben wir die große Aufgabenstellung, es zu schaffen, diese Gebäude in der Energieversorgung zu optimieren.
Anschließend fand auch hier ein kleiner Rundgang durch die Anlage mit Besichtigung einer modernisierten Wohnung und einer neuen Blockheizungsanlage statt. Das ist für uns das erste Mal gefilmt. Ach so, ja, das muss ja alles sein. Für die Ministerin ging es anschließend weiter nach Münster. Das war, meine Damen und Herren, unsere Sicht auf die Veranstaltungen und Ereignisse im Juli und August in Dülmen und Haltern am See. Schön, dass Sie dabei waren. Mit dem Ende der Schulsommerferien schauen alle gespannt auf die Corona-Inzidenzwerte, die schon so erfreulich niedrig waren, dass manch einer die Pandemie für überwunden glaubte. Bei vielen Menschen setzt sich die Überzeugung durch, dass wir zukünftig mit dieser Krankheit, ähnlich wie mit der Grippe, leben müssen. Das Team von LokalTV wünscht Ihnen, bleiben Sie gesund. Und wenn Sie mögen, in 4 Wochen liefern wir Ihnen wieder Freihaus die Neuigkeiten aus der Region Dülmen und Haltern am See. Herzlichen Dank für Ihr Interesse, wo immer Sie uns zugeschaut haben.